Habt ihr euch schon als Söldner versucht? Wäre vielleicht genau das Richtige für euch. Ja, Söldnerauftrag haben wir, glaube ich, auch einen, ne? Erstmal speichern. Also so mit und irgendwo an Zeug rumkratzen und so, ich kann da halt nichts anfangen. Da bist du am Handy, Cookie. Also ich nenne dich mal Cookie End, okay? Ja, so geflüstert und ich habe keine Ahnung. Die einen sagen hier mit Schma. Wie habe ich heute bei Ina gelesen im Chat? Die meisten verbinden das mit Essen und Schmatzen oder irgendwie so. Aber keine Ahnung. Vielleicht ist das ein Fehler am Handy. Cookie. Also hier ist alles nur einfach. Also kommt alles nur einfach an. Warte, Tigerle, 20 Sekunden, warum? Das ist der neu. Ich laufe jetzt eh nur darüber. Komm, wie läuft denn sie? Sie steht da oben jetzt. Ah, jetzt sucht sie den anderen Weg. Okay, jetzt läuft sie außen rum. Warten wir mal auf Lydia. Sie ist mir halt schon irgendwie ans Herz gewachsen, ne? Also irgendwann werde ich auch noch andere mitnehmen. Na? Kommst du hier heute noch hoch? Also manchmal bist du schon selten dämlich, ne, Lydia? Das waren hoffentlich 20 Sekunden. Es war also... Es gab auf jeden Fall einen Minutensprung. So, wir laufen nochmal darüber. Und ich finde es tatsächlich immer noch schade, dass Bethesda nicht antwortet. Mein Gott, das war mir fast klar, wenn die auf jeden Tweet antworten würden, ne, wo sie irgendwo markiert würden, bräuchten sie wahrscheinlich 20, 30 Mitarbeiter mehr. Die man dann ja auch noch koordinieren müsste. Und... aber dass es hier halt nichts gibt. Ich habe auch im Internet nichts gefunden. Zu diesem Survival-Dingsbums für die Switch. So. Die geilste ist eh aus dem DLC. Meinst du die Begleiterin oder wie? Ja, Lydia war halt die erste. Ne? Das ist halt die mit der großen Liebe. Oder der erste Sex. Egal ob männlich oder weiblich. Ja, das ist halt, ne, die vergisst man halt nicht. Was magst du mehr, Chips oder Schokolade? Das ist tatsächlich launenbedingt. Aber in der Regel Chips, weil Schokolade esse ich 20 Tafeln auf einmal. Wenn es sein muss. Und dann mag ich wieder... esse ich wieder ein Dreivierteljahr oder sogar keine Schokolade. Wobei ich tatsächlich am allerliebsten esse ich Cookies. Oder Kekse. Kekse jeglicher Form. Mein Motto lautet ja, oder meine Frau sagt zu mir immer, ja, der Tigerle, was er nicht essen kann, macht er kaputt. Darum mache ich mittlerweile auch nichts mehr am PC selber. Ist das eine dieser alten Ruinen? Ich glaube, da waren wir schon drin, ne? Oh, ist aber wohl nicht als... Mama, nochmal. Die erstmal... Ich glaube, die ist doch abgeschlossen, oder? Abgeschlossen, genau. Ich wollte gerade sagen. Hier oben im Gedächtnis ist es besser, als es in Wirklichkeit war, sonst hätte man sich ja nicht getrennt. Rosa-rote Brille hat. Halt. Naja, was, du isst mich jetzt, habe ich Angst. Musst du aufpassen. Gut, wobei halt immer, ne, gehören ja zu einer Beziehung immer zwei dazu. Zu einer Trennung reicht einer, aber zu einer Beziehung gehören zwei. Ich kenne auch Leute, die wären heute noch mit ihrer ersten Liebe zusammen. Hätte die erste Liebe nicht Schluss gemacht, also. Ich kenne tatsächlich auch von früher noch ein Pärchen,
Die hatten zusammen ihr erstes Mal, haben sich dann getrennt, sich komplett aus den Augen verloren. Wechselt vom Gymnasium auf Hauptschule. Okay. Und haben dann 10 Jahre später sich wiedergefunden und geheiratet. Ja, ich war auch Hauptschule. Irgendwas. Also. Die Schnurrfüchschen, die greifen nicht an. Na, Hauptschule ist heute, ich finde die Anforderungen in der Schule, finde ich generell übel. Ja, also nicht in der Schule, sondern Berufe. Also ich bin ja 1-2 Tage älter, ja. Und Leute, so kann es gehen, also Liebe, ja. Wie gesagt, ich kannte sie halt aus der Jugend, wo sie zusammen waren. Hab einen riesen Trennungsdrama von den beiden miterlebt. 10 Jahre später treffe ich sie wieder, laufen sie händchenhaltend durch die Stadt. Sag ich so, hä, habe ich irgendwas nicht mitgekriegt oder so? Wir haben uns knapp 10 Jahre nicht gesehen, ja. Und dann so, ja, wir haben vor ein paar Wochen geheiratet. Ich so, okay. Na, so, alles Gute nachträglich. Ja, also ich, wie gesagt, ich bin ein paar Jahre älter. Ein paar Tage, ein paar Stunden. Im Traumland ist alles anders da, ja. Also Zeit ist anders da. Kubikzentimeter sind keine Kubikzentimeter oder Quadratzentimeter, ist alles anders. Ja, von daher bin ich ein paar Tage älter. Sagen wir jetzt einfach mal. Und bei uns war das noch, ist halt früher, ne, bis zur Hauptschule gegangen. Ich hatte einen miserablen Hauptschulabschluss, ja. Aber selbst damit bist du losgezogen und hast einen Job gekriegt. Eine Ausbildung. Ja, heutzutage, wenn ich lese, dass Schreiner, ja, ein Schreiner-Lehrling gesucht wird, Voraussetzungen, sehr guter mittlerer Reifeabschluss oder lieber wäre uns aber Gymnasium. Ja, sorry, ein Schreiner braucht kein Abi oder was. Also das ist irgendwie heutzutage stellenweise echt wow. Lydia ist, glaube ich, mal wieder irgendwo unterwegs. Sag mal so, man kann ja immer noch Hauptschulabschluss machen und dann einen Abschluss auf dem Gymnasium, ja. Klar geht das. Ist halt Umwege, dauert halt alles länger, ne? Hier bei uns in Baden-Württemberg. Ich zeig euch, wozu ein echter Ork im Stande ist. Alter, was willst du hier? Jetzt aber mal. Ein Schreiner muss zumindest für uns die Rechnung können. Ja klar muss der rechnen können, ne? Aber das lernt er ja in der Berufsschule. Also natürlich wären da gute Noten in Mathe für den wichtig, ja? Aber wenn er da eine 1 oder eine 2 hat, dann ist es auch, dass er dann in der Berufsschule mitkommt, ne? Aber dann hier Abi und Pipapo, was da stellenweise verlangt wird, ey, wow. Kann ich persönlich halt nicht nachvollziehen, ne? Und Polat, Hallöchen, na, wie geht's dir? Wo bin ich denn hier jetzt schon wieder gelandet? Muss ich? Ach, ich muss da rein? Ich bin da, wo ich hin muss. Ja, da steht nur drin, finde das Schwert. Steht nicht drin, wo, ne? Nicht da. Da. Wir sind da, wo wir hin müssen. Danke, ganz gut. Und selbst, ja, mich hat die Community heute kaputt gemacht. Ansonsten geht es mir so halbwegs gut. Noch 12 Tage bis Animal Crossing. Genau. Warum geht die Tür schon wieder auf? War das schon wieder, hä? Und Kelly war auf einer Gesamtschule, da konnte man alle Abschlüsse machen. Okay. Mäh.
Kleine Hure. Das Balk ist nicht von mir. Könnte von jedem sein. Krieg dich einen rostigen Septim von mir. Ist da jemand? Ach, Mist. Mensch, Kader! Das habe ich mir wohl bloß eingebildet. Nach drei gelehrt. Schön weitergehen. Oh, come on! Ey, wie der halt... Könnte ich bitte mal den Scharfschützenbogen haben? Aus Horizon Zero Dawn. Wird aber auch Zeit. 2500 Schüsse später. Wir kriegen ja immer mal wieder Schulpraktikanten von Hauptschule bis Gymnasium, alles dabei. Ey, die Leute können kein Prozent rechnen, nicht mal das Prinzip. Mathe ist immer eins der Themen überhaupt, an denen es hapert. Wenn man an eine Berufsschule kommt, muss man sowas können. Ja klar, darum sage ich ja, aber wenn der eine Eins hat in Mathe, ne, ist halt, gut, kommt auch wieder drauf an, ne, kann man halt auch nicht verallgemeinern. Es gibt halt tatsächlich, heutzutage ist halt tatsächlich sehr beliebt, dieses, ich lerne etwas für eine Klausur. Das wäre jetzt was, der importiert. Und, ja, nach der Klausur vergessen. Ja. Uns wurde halt noch durch ständiges Wiederholen, Wiederholen, Wiederholen. Oh, silberne Hand. Kennen wir doch schon. Wurde uns halt durch ständiges Wiederholen, wurde uns eingetrichtert. Oder das so eingetrichtert, bis man es irgendwann im Schlaf konnte, ne? Lieder der Rückkehr, Band LVI. Zaubertrank. Oh, Mammutrüssel. Unterschied Brutto-Netto, oftmals nicht vorhanden. Rechne mir auf den Nettopreis 19% Mehrwertsteuer drauf. Schwer. Gib mir den enthaltenen Wert von 19% aus einem Betrag, vergiss es. Ja. Gut, hätte ich jetzt tatsächlich auch meine Probleme. Ich würde dann auch erstmal da sitzen, so, oh, Alter, wie war das nochmal? Aber ich würde es irgendwann hinkriegen. Und du, hör mal bloß auf mit der Handelskalkulation. Verpiss dich. Das Beste ist immer noch... Voss-Absolventen, so kurz vom Fach-Abi. Nee, du, der Zug, der hat 10 Minuten Verspätung. Wann fährt denn der jetzt? 6:68 Uhr. Das wäre aber echt geil, ja. Du, geh runter von meinem Schreibtisch. Sofort. Na, wo sind denn die? Also, die müssten ja irgendwo hier sein. Taschendiebstahl. Es ist noch echte Kunst. Man schleicht sich an, holt sich, was man will und... Einhändig verbessert auf 38. Lesen wir später. Hört sich eigentlich eher langweilig an. Ich hab halt keine Ahnung, wo der ist, ne? Was will ich denn mit leer? Es muss nicht alles auf Anhieb im Kopf abrufbar sein, aber wenn das nach einem zigmal Wiederholen immer noch nicht klappt, dann läuft da was falsch. Ja, ist so. Also wie gesagt, ich würde halt auch erstmal, ne, da sitzen, so, oh Alter, wie war denn das nochmal? Musste ich ja bei meiner Umschulung, musste ich auch Prozent rechnen. Ich saß da auch erstmal da, so, oh Alter, wie, ich habe das letzte Mal vor 10.000 Jahren Bruch gerechnet. Ey, ich habe es hingekriegt. Ich hatte eine Weile gedauert, aber ich habe es hingekriegt.
Eine Sekunde verbringe ich mehr in diesem stinkenden Kerker. Da sterbe ich doch lieber, als mich zu ergeben. Dem Elf. Leb wohl. Ja, niemand. Oh! Oh, den müssen wir. Alter, will ich den halt nicht treffen? Leben kommt ihr hier nicht raus. Abgeschlossen. Eisenschild kannst du behalten. Streitaxt mit Blödsinn nehmen wir mit. Banditentagebuch. Gold-Stahlrüstung. Orkischer Dolch? Ne. Oh, die hat da unten noch Spaß. So, was haben wir hier? Fell. So, bin gleich wieder da für den Chat. Moment. Hast du alle leer gerotzt hier? Ja, so, gehen wir mal looten hier. So, Bier und Wein, das rate ich dir. Nein. Bier auf Wein, das lasse sein. Wein auf Bier, das rate ich dir. So rum ging's. Ich mochte beides nie. Also ein helles mochte ich noch nie tatsächlich. Das war so, hat man nur getrunken, wenn nichts anderes da war. Easy. Dietrich, Gold, Saubertrank und den Dolch kannst du behalten. Kann ich dir eigentlich einen schmelzen? Ich nehme einen mit, das probieren wir nachher mal. So. Denke nicht, dass man eine recht einfache Formel, die sich beliebig umstellen lässt, mit einem Berg Vokabeln gleichsetzen lässt. Ja. Letzte Arbeit, Latein, Übersetzungsteil, 6 Zusatzaufgaben, 3 plus, Gesamt 5 plus. Latein. Gibt's so einen Schweinskram noch? Ah, die Axt wollte ich jetzt tatsächlich eigentlich nie. Also Latein hatte ich Gott sei Dank nie. Hauptschule gab sowas nicht. Ah, da haben wir noch einen. Langbogen kannst du behalten. Dietrich Gold nehmen wir mit. Pfeile auch. Oh, oder was haben wir denn hier noch? Oh, Zwergenschwert. Ich sehe schon, gleich bin ich überladen. Bergen Axt, nehmen wir mal mit. Trank, Beutel, Dietrich, Zaubertrank. Salz, Salz. 23 Gold. So, der Elder Scroll. Namen, was spielst du? Hi, oh, Coffee. Ja, immer noch Elder Scroll, wie es im Titel und in der Kategorie steht. Ah, ach, der ist auch leer. 106 Gold, Zauberspruch, Heilung und ein Helm. Ja, wobei ich glaube, im Titel steht es nicht, ne? Aber da steht nur Himmelsrand. Ah, guck mal. Plumps. Aber wir stehen eigentlich gelootet. Na, scheinbar. Na, Coffee, wie war dein Sonntag? Wie lange streamst du? In der Regel bis 23.60 Uhr. Genau. 23 Uhr. Oh, da haben wir was übersehen. Mehlsack.
Also in der Regel, außer Freitag, Samstag und vor Feiertagen bis 0 Uhr. Kann auch mal ein bisschen länger werden. Vor allem bei solchen Spielen hier. Braucht man leere Flaschen eigentlich für irgendwas? Wir haben noch Gewicht über. Nehmen wir mal ein paar mit. Lydia, steht doch nicht mehr im Weg. So, ich glaube, wir haben hier alles. Irgendwie Erze oder so gibt es hier nicht, oder? Misch da oben hin. Ah, komm ich. Erwischt. Ne, genauso wie Besteck, Teller oder Tassen. Ja gut, Teller und Tassen ist meistens nur so. Wenn ich jetzt zum Beispiel wieder praktisch aber mal leere Flaschen bräuchte für Tränke. Würde Sinn machen, hä? Ich wollte mir gerade Trinken holen, aber insgesamt 2 Liter neben mir stehen. Ja, doch, das kenne ich. Ich habe 9, 18, 36, 54, da hinten im Eck ca. 60 Liter stehen. Muss ich wieder zurück. Wollte gerade sagen. So, gehen wir mal so. So, dass du dem Regel. Ne, der ist tatsächlich mittlerweile teurer als... Bleib doch mal da. Als wir sowas verkaufen. Wir haben Sodastream auch da, aber. Ich glaube, mittlerweile haben wir den Keller verfrachtet. So, kommen wir denn da irgendwie rum? Liter Wasser, 500 Milliliter Cola. Ach, 1,5 Liter Wasser. Naja. Cola ist so. Cola mochte ich tatsächlich noch nie. Das ist mir zu pappig. Quatsch, so ein Kanister kostet je nach Laden etwa 6-7 Euro und das reicht dann für 50-60 Liter. Ja, dann sind die bei dir aber günstig. Bei uns sind die mittlerweile bei über 9 Euro. So, also ich muss darüber. Wo bin ich denn hier? Okay, wir gehen erstmal zu Fluss. Aber mittlerweile habe ich immerhin Ausdauer. So, in welche Richtung laufe ich denn jetzt? In die richtige. Ich war nie der Fan von Käse, nur geschmolzen oder überbackenes. Naja, frei nach dem Motto, ne? Was für ein Käse soll man zum Überbacken nehmen? Emmentaler oder Gouda? Was heißt hier oder? Ich verstehe die Frage nicht. Der Sodastream kostet einmalig, je nach Version, hast das größte Modell mit Gasflasche, 100-120. Nach spätestens einem Jahr hast du das wieder drin, außerdem spart man sich halt das Schleppen. Ja, wie gesagt, bei uns nicht, bei uns ist mittlerweile tatsächlich
ist es so billiger. Wollte man sich ausrechnen, man tatsächlich daraus bekommt bei 60 Liter. Und das kommt erschweren hinzu. Das war der Grund, warum ich ihn nach 10 Jahren abgeschafft habe. Und wie gesagt, bei uns ist der Zylinder halt viel teurer. Der Zylinder ist hier mittlerweile bei knapp 10 Euro. Also 9 irgendwas kostet der. Zum Tauschen. Und da wir das Glück haben, dass wir geliefert bekommen, muss ich auch nicht schleppen. Oh, komm doch mal her hier, bleib da. Ich hab dich erwischt, du Deckel. Hab dich. So, hab dich. Du kommst auch her. Und ich muss tatsächlich sagen, das zusammengemixte, also die Soda-Teile da, die haben mir nie wirklich geschmeckt. Alter, erschreckt mich halt. Da muss ich an den Laden gucken. Wir haben hier zwei Läden und bei beiden ist er gleich teuer. Eine Stichne. Wie gesagt, wir sind mittlerweile wieder bei Wasser. Oh. Komm her. Die haut halt einmal drauf, ne? So. Noch irgendwo einer? Nope, gehen wir weiter. Ja. Und ich habe auch mehrere, also wir hatten hier vor ein paar Jahren gab es sogar noch so diese Billiganbieter. Ja, ich habe original probiert, ich habe die sind alle nicht so. Und vor allem, du hast das Zeug eine halbe Stunde stehen in der Flasche und es ist Lack. Aber egal welches. Das war dann so... Nee, danke. Aber wie gesagt, das ist Geschmackssache. Ich mag das Gefühl, wenn du 78 Euro Pfand hast und dann 80 Euro Einkauf zu dem 2 Euro Einkauf machst. Ja, also wir haben ja auch Leute, die gehen dann, die kommen dann da mal an mit 4, 5, 6 blauen Säcken. Haben wir auch schon gesehen. Wo sie uns dann gesehen haben, die waren eigentlich schon am Automaten, haben dann gesagt, ja okay, macht ihr kurz, weil ich brauche länger so. Aber das war jetzt überladen oder was? Tatsächlich. Lydia. Mensch Bamba, meinst du, dass du mega nervst, Alter? Da bist du ja. Ich bin direkt hinter euch. Ja, ich müsste dir mal ganz kurz was geben. Waffen. Komm, Stahldolch. Geht ihr voran? Okay, wir lassen das Blumenpflücken mal ganz kurz. Und schauen, dass wir hinkommen. Du hast auch noch Erdbeere, was dir schmeckt, und Grapefruit. Wie Deibel Grapefruit. Also Grapefruit ist tatsächlich so ein Teil, das mag ich in keiner Form. Genauso wie Waldmeister, ist immer nur abartig. Für meinen Geschmack. Ja, meine Frau zum Beispiel, die liebt Grapefruit. Ja, sie darf nur nicht. Und Waldmeister mag sie auch. Ich habe mal jemanden gesehen, der hat Pfand für 200 Euro abgegeben, wollte sich das für Notfälle aufbewahren und hat das Thermopapier laminiert. Keine Ahnung, ob es stimmt, aber kann mir schon vorstellen, dass es solche Leute gibt. Ja, klar. Wobei, ab einer gewissen Menge ist der Markt nicht mehr verpflichtet, das anzunehmen. Je nachdem. Soweit ich weiß. Weil ich glaube, laut Gesetz ist es ja so, also war es vor ein paar Jahren wieder, noch,
dass jeder, der Pfandflaschen verkaufte, musste auch zurücknehmen. Und da gab es dann irgendwie ständig irgendwelche Änderungen, aber ich glaube, so Kleinmärkte, die müssen nicht so Großmengen abgeben. Oder gerade so Lotto Totto, wenn die ein paar Flaschen verkauft haben, wurden sie verpflichtet per Gesetz, dass sie annehmen müssen. Aber da gab es dann später, glaube ich, irgendwie eine Regelung, dass das halt nur in humanen Mengen die abgeben müssen. Ui, ey, können wir Fußball spielen? Komm her. Lydia, komm, wir spielen Fußball und. Ja, Ziegerle ist zwar blöd, der spielt rückwärts. Machen wir jetzt. Mal den da. Hey, das ist ein Scheißball. Komm schon, und. Der fliegt, dann ist halt das Tor, egal. Tor! Habe ich schon erwähnt, dass ich Fußball nicht mag? Oh. Hand zum Gruße, Freund. Ich freue mich über jeden fröhlichen Gesellen, der diesen herrlichen Tag genießt. Oh, ihr seht aber müde aus. Kommt, teilen wir uns doch eine Flasche Honigbräu mit. Honigbräu mit? Jo, komm, ich lade dich ein. Nichts ist besser, als den Krug zu heben, um, nun ja, die Stimmung zu heben. Prost! Ach, ich lade ihn ein und krieg von ihm ein? Okay. Euch Ruhm und Reichtum bringen. Easy, tschüss.